So, für uns geht es jetzt auf den Brocken. Unsere erste gemeinsame Wandertour. Erik ist auf die Idee gekommen, dass wir das machen. Und ja, Erik, erzähl mal, hast du Bock? Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, ja. Und du hast doch vorhin beim Frühstück gesagt, du willst jeden Kilometer auf dem Brocken hoch was machen. Ich challenge mich ein bisschen selbst und werde pro Kilometer 10 oder 20 Liegestütze machen. 20 hast du gesagt? 20. Und berg runter vielleicht, eventuell? Beugen. Nochmal 20 Kniebeugen, gell? Genau. Und wie oft warst du schon auf dem Brocken? Ich war einmal auf dem Brocken. Wie bist du da hochgekommen? Mit der Harzer Schmalspurbahn. Okay. So, Freunde der Sonne, jetzt mal, ich melde mich mal auch kurz zu Wort. Wir sind jetzt ungefähr 3 Minuten unterwegs und da ist uns aufgefallen, dass wir jede Menge Flüssigkeit mitgenommen haben, aber leider keine feste Nahrung. Naja, da müssen wir uns wohl was jagen. Wir haben einfach das Essen vergessen heute Morgen, aber wir haben gut gefrühstückt. Ich hatte ungefähr so 100 Gramm Haferflocken mit 40 Gramm Eiweißpulver. Und ich hatte ungefähr 20 Gramm Haferflocken. Mehr war nicht mehr da. Ja. Da trennt sich die Spreu vom Weiß. Ich freue mich schon, ey. Alle Kilometer 20 Liegestütze, ey. Das ist vielleicht mal auch 25, ja, entscheide ich spontan. Ich gucke zu, ich filme das, die ersten 2-3 Mal werde ich es filmen. Ich hätte ja auch gedacht, wenn du willst, kannst du dich auch draufsetzen. Dann das vielleicht noch ein bisschen. So, wir sind angekommen. Erik, du brauchst ja noch eine Mütze, gell? Waldmann 2. Du brauchst ja noch eine Mütze, gell? Und ja, ich habe mir da für dich extra was ganz Besonderes ausgedacht. Du hast ja gesagt, das ist so ein richtiger krasser Typ. So der Schneeschieß ausmacht. Oh, jetzt komm aus dem Arsch. Und da habe ich die ganze Woche überlegt, was tust du dem Erik Gutes? Das ist doch ein richtiger Eisbär sozusagen, gell? Und da habe ich eine Münze besorgt. Die zeige ich dir jetzt, okay? Die habe ich extra für dich besorgt die Woche. Ja. Setz mal auf. Das ist top, das Ding, Alter. Das ist deine heutige Brockenmütze, Alter. Die ist top, oder? Die ist richtig geil. Geh los. Geh los, Alter. Geh los, Alter. Ganz schön frisch ist es. Hauptsache, wir finden den richtigen Weg. Hast du Bock? Ich hab Bock, jo. Freust du dich drauf? Jo. Hast du Bock? Jo. Hallo, guten Tag, Waldmann Teil. So, Erik, der erste Kilometer ist geschafft. Dein Einsatz. Ziehst du mit? Ja. Ich tue es jetzt selber. Und? Jo. Geht weiter, gell? Auch meine Füße auf den Baum, das ist auch ein negativen Bein. Hätte auch machen können, gell? Gut. Im Nachhinein ist man immer schlauer, weißt du ja. So. Ich stelle mich jetzt erstmal vor. Mein Name ist Paul Krenz. Ich bin Bobfahrer an der deutschen Nationalmannschaft. Bin jetzt seit 7 Jahren in der Nationalmannschaft. Ich habe 2013 angefangen, 2013-14 die Saison genau. Ja, habe vorher 18 Jahre Judo gemacht, war da nicht so gut. Habe nebenbei Lehramt studiert an der Uni in Erfurt. Und dann sagt ein ehemaliger Bobfahrer, der Martin Kalmbach: Martin, Grüße gehen raus an dich. Ja, Paul, willst du nicht mal Bobfahren ausprobieren? Und dann habe ich das ausprobiert und es lief direkt richtig, richtig gut. Ja, im Oktober angefangen. Dann bin ich im Januar oder Februar bin ich dann die Juniorenweltmeisterschaft in Altenberg gefahren mit dem Christoph Hafer. Bin dann Vize-Juniorenweltmeister geworden. War ein cooles Ergebnis in der ersten Saison. Der Anschubtest war auch super, da bin ich glaube 6. oder 7. geworden. Seitdem bin ich ja eigentlich im Bobgeschäft. Es gab Höhen und Tiefen. Was waren so deine größten Erfolge? Ja, ich bin dann 2018 zum Nico weitergekommen nach den Olympischen Spielen. Bin dann da mit ihm Vista gefahren.
die Weltmeisterschaft, meine erste, na okay, meine zweite Weltmeisterschaft. Die erste bin ich mit Bennett Buchmüller gefahren. Ja, mit Nico Walder, da bin ich Dritter geworden im kleinen Schlitten. Das war Nikos erste Medaille. Ich muss Kamera ein bisschen gerade halten. Das war die erste Medaille, die Nico im Zweier bekommen hat. Auch meine erste Medaille war ein super Ding. Ja, dann bin ich letztes Jahr in Altenberg nochmal Dritter bei der Weltmeisterschaft geworden. Bin auch schon mal Dritter bei der Europameisterschaft geworden. Ich glaube, 5 Junioren-Weltmeisterschaftsmedaillen. Ja. Da liegt ja schon einiges zurück, ha? Einiges zurück. Was? Verletzungen, viel Schweiß und Tränen. Was liegt jetzt, also was wären jetzt noch deine Ziele in dem Sport? Also was würde dich noch anspornen? Ja, was mich natürlich richtig anspornt, 2018 war ich als Ersatzmann bei Olympia dabei. Wo war die? In Korea. Mhm. Und mein Ziel ist es natürlich nochmal bei Olympia am Balken zu stehen und da vielleicht eine Medaille zu holen. Wichtig ist erstmal dabei sein. Aber ich denke mal, für einen Leistungssportler, der Spruch dabei sein ist alles, stimmt so nicht. Jeder Leistungssportler, der das jetzt sieht, denkt das bestimmt genauso wie ich. Klar, es ist dabei sein cool, aber mit einer Medaille geht man einfach viel lieber nach Hause. Ja, der Grund, warum ich mich jetzt entschieden habe, so ein bisschen YouTube zu machen. Ich habe damals angefangen mit dem Bobsport und habe Videos gesucht und habe halt kaum so Videos über den Sport gefunden. Klar, wie man in der Bahn fährt, findet man immer. Aber wie die Jungs so trainieren, und ich war halt richtig heiß drauf zu wissen, was läuft da ab. So, dann habe ich auch so, mache ich in meiner Freizeit noch viele coole Sachen. Ich fahre Mountainbike, Motocross, habe Straßenmotorräder. Und dass man einfach mal den Lifestyle eines Leistungssportlers so ein bisschen zeigt. Wir machen viele, auch die Jungs, wir sind viel im Trainingslager unterwegs. In der Welt allgemein zu den Wettkämpfen. Was wird man denn in Zukunft auf deinem Channel begutachten? Was hast du vor, den Leuten mit auf den Weg zu geben? Wir Mountainbiken viel, wir gehen klettern. Und je nachdem, was das Publikum halt sagt, ja, komm, schreibt's, also könnt ihr ja dann immer so in die Kommentare schreiben. Ich werde dann immer in den Videos abstandsweise fragen. Ja, heute sind wir auf dem Weg zum Beispiel in Brocken, das wird das erste Video. Ein Brockenvideo. Erik ist noch nie den Eckerlochstieg gelaufen, ich bin auch erst einmal gelaufen. Erik dachte, es wird viel schlimmer. Ich habe ein bisschen übertrieben, aber das Ding ist, wenn man übertreibt, wie immer, wenn man übertreibt, ist immer besser, weil dann ist es nicht so schlimm, wie wenn man sagt, oh, es wird übelst leicht und dann ist es zu schwer. Klar, auch Beintraining, dass man mal ein Beintraining filmt, allgemein unsere Trainingseinheiten. Ja, dann nehmen wir euch einfach mit, die nächsten, was die wird nächsten nie Monate. Fehlen? Was wird nie fehlen in deinen Videos? Was wird nie zu kurz kommen? Ja, der Spaß. Genau. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein lustiger Typ, mach viele Späße. Und na klar, es ist vor der Kamera, versucht man sich immer zusammenzureißen. Das Wichtigste ist, dass man da wirklich so ein bisschen so bleibt, wie man ist. Ich hoffe, das schaffe ich. Jetzt gucken wir mal, wie das Projekt YouTube so anläuft. Erik, es ist wieder soweit. 20 Liegestütze stehen auf dem Tagesplan. Die nächsten 20. Ah, du hast da eine klare Linie. Könnte denken, du warst bei der Bundeswehr. Und wie war's? Ah, jo, ein bisschen kalt an den Händen. Vielleicht erzähl mal nochmal die Handschuhe an. Erzähl mal, habe ich übertrieben so mit dem, was ich erzählt habe über den Brocken? Nö, kann ich bestätigen. Ein schönes Erlebnis, kann man jedem mal ins Herz legen. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Ich habe schon keinen Bock mehr. Ich pfeife, pumpe wie so ein Maikäfer, weil ich einfach keine Kondition habe. Darf ich mal wieder Liegestütze machen, Paul? Was hast du gesagt? Man darf ich mal wieder ein paar Liegestütze machen. Warum? Vorsicht, hier geht's steil bergab. Hier geht's steil bergab. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. Bei dir langsam den Pump in der Brust. Ja, ist gar nicht so weit. Noch? Noch 400 Meter. Paul, jetzt echt schon Pump, ja? Ich kann nicht mehr. Ich finde so Wandern in der Natur, gell, ist richtig schön, ne? Man hat hier eine absolute Ruhe. Aber wenn man so Schnellkraftsportler ist, hat man viel oder hat man sehr wenig Grundlagen. Ey, was machst du da? Genießt den Ausblick. So eine Sau, gell? Piss der hier hin. In die schöne Natur. Ist das schön hier. Man sieht doch den Mittelstrahl. Schön atomgelb. Ey, wir haben nichts zu fressen. Ich hab Hunger. Das ist übelst anstrengend. Es ist glatt. Ich fliege heute noch auf die Schnauze, Alter. Guck dir mal an, das ist doch kein Weg. Sei ja mal nicht so. Immer auch, nur am Nörgeln. Du bist doch kein Weg. Du
Die Geländer hätten sie hier mal mit hinbauen können, wa? Ja, wir hätten auch einfach mit der Brockenbahn hochfahren können. Und hätten einen erzählt, wir sind hochgelaufen. Das ist aber, wir machen doch viel. Hier, 1HSW2. Ich denke, das heißt, wir sind jetzt bei der Hälfte. Aber es kann auch sein, dass ich mich täusche. In dir steckt auch so ein kleiner Reinhold Messner, gell? Ich bin im Wald geboren, sage ich immer. Wenn man so gute Laune haben kann, bei so einer riesen Scheiße. Boah, du hast die ganzen Leute aufgehalten mit deinem. Du musst jetzt erstmal deine Liegestütze gleich machen. Du bist schon 50 Meter über dem Ziel. Hier, guck mal, hier ist ein schöner Baum. Vielleicht mache ich jetzt einfach mal negative Liegestütze, oder? Ja, mach mal negative. Die denken bestimmt, du hast eine richtige Meise, die Leute. Die das sehen, die denken, du bist bekloppt. Hier laufen übrigens wirklich Leute lang, gell? Reinhold, bist du fertig? So, gut für die nächsten. Gut, jetzt habe ich jetzt noch 950. Ja, eigentlich sind es nur noch 20, oder? 995 Meter hast du jetzt noch. Komm, genug ausgeruht. Bald. Ich kann wirklich nicht mehr. Das ist auch kein Spaß oder so, ne? Ich bin ganz schön im Arsch. Wo ist denn eigentlich der Paul? Guck! Servus. Servus. Ey, ist es noch weit bis hoch? Ja, ist noch ein Stück hier. Ich kann nicht mehr. Ich bin so im Eimer, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Kann man da oben was essen? Ja. Haben die Restaurants offen? Ja, ja, da ist so ein kleiner. Genau. Ey, was gibt's da so? Wurst? Also Marat. Aber ist noch, wie lange laufen jetzt noch? 10 Minuten? Ja, ich würde mal sagen, noch eine halbe Stunde. Der Erik, der sagt immer ein hier Waldmannsheil, weil er denkt, das sagt man. Aber ich habe ihm gerade erklärt, dass man als Begrüßung Brocken sagt. So, weißt du, man sagt einfach nur Brocken. Servus. Und Erik? Wie kommt da neuer Gruß? Ne, das macht man wirklich so. Das macht man bestimmt nicht so. Man sagt hier, wenn man Brocken hochgeht, sagt man nicht guten Tag oder so. Man sagt einfach Brocken. Wie kommt denn dein Gruß an? Freundlich. Naja. Und so ein schönes Brocken. Muss wirklich die Leute einfach. Hallo. Langsam. Ja, hier mit Waldmannsheil. So ein Jägergruß, wisst ihr? Schön hier, Brocken. Kommen auch gleich welche wieder. Erik, da kannst du deinen Gruß mal ausprobieren. Die, ja. Jetzt, aber vielleicht waren die auch einfach zu jung. Ja, die Jungen. Das nicht, ne? Die sind nicht wie jung. Die junge Generation kennt das nicht. Wir laufen auch hier, wir müssen hier rüber. Jawohl. Ich muss dann halt auch einfach mal sagen. So. Brocken. Ich glaube, hier oben hat der Andreas Kovani so ein Lied geschrieben. Es ist auch eine Frage der Betonung, wie das die Leute annehmen. Und auch mal ein bisschen lauter. Ist es noch weit hoch? Das Ding. Ach, das ist okay. Machen wir es in 5, oder? Danke. Aber das ist total geil oben. Brocken. Ist es windig? Brocken, nein. Ja, mega windig, rattenkalt. Oh, Alter. Und? Danke, Jungs. Es gibt immer noch nichts Geiles, sag ich immer. Dieser Junge ist so. Er ist wirklich. Er ist fertig mit der Welt, wirklich. Er ist einfach fertig. Und ich kann auch nicht mehr. Also ich bin körperlich fertig. Und das ist das, was wir gemeinsam haben. Warum? Deswegen verstehen wir uns so gut und sind beste Freunde. Weil er ist geistig ein bisschen fertig und ich halt körperlich. Warte mal, wir müssen doch hier geradeaus. Ach nee, gesperrt zum Schutz der Natur. Wir sind jetzt gleich oben angekommen.